In diesem Video werde ich weitere Wobbly Life Mythen testen, die ihr mir in die Kommentare oder in den Discord geschrieben habt. Und der erste Mythos ist, wenn man sich am Trampolin festhält und dabei drauf springt, kann man fliegen. Das werden wir jetzt testen. Ist hier irgendwo ein Trampolin? Da muss ich nicht so weit fliegen. Sieht aber schlecht aus. Ah, stimmt, hier sind ja direkt welche. Okay, jetzt habe ich mich wenigstens festgehalten. Man kann sich halt sehr schwer festhalten und gleichzeitig springen. Oh. Also es funktioniert so ein bisschen. Ich will es jetzt nicht... Wobei... Also ich würde es jetzt nicht fliegen nennen, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ich würde sagen, dieser Mythos ist confirmed. Nächster Mythos, wenn man schaukelt und richtig lange viel Schwung holt, dann fliegt man richtig weit, vielleicht bis zur Border. Das werden wir jetzt herausfinden. Okay, der Hubschrauber ist nicht explodiert. Warum bin ich überhaupt geflogen? Hier sind direkt Schaukeln. Au, jetzt ist er explodiert. Also man kann ja so schaukeln und wenn man hier jetzt ein bisschen Schwung holt und jetzt im richtigen Moment abspringt, dann wird man gejietet. Man muss halt sehr gut timen können, dass man auch wirklich nach oben fliegt und nicht irgendwie in irgendeine andere Richtung. Ja. Das könnte etwas brauchen. Man sollte halt wirklich erst loslassen, also beziehungsweise absteigen, wenn man, also nach dem tiefsten Punkt, weil ansonsten fliegt man direkt in den Boden. Aber sonst fliegt die Schaukel halt in einen rein, das ist auch nicht so optimal. Vielleicht muss ich auch einfach nur länger Schwung holen. Wo ich denke, der maximale Speed ist schon erreicht. Man fliegt schon sehr hoch, aber ich glaube, es reicht nicht annähernd, um bis an die Obergrenze zu fliegen. Vielleicht, wenn man mehr Geduld hat als ich und besseres Timing, könnte man es hinkriegen. Aber für jetzt würde ich sagen, dieser Mythos ist busted. Wenn man mit dem Wobbly Life Account spielt, den man angefangen hat, und daneben irgendeinen neuen Wobbly auswählt, dann kommen alle Secrets, die man gemacht hat. Aber wenn man in eine neue Welt geht und einen Wobbly auswählt, bekommt man nicht alle Secrets, die man auf dem Hauptaccount hat. Also was er meint ist, man kann ja hier auf Welt 1 machen und dann ein neues Wobbly auswählen. Das habe ich auch gemacht in dem Wobbly Life ohne Springen Video. Da habe ich hier einfach einen neuen Charakter ausgewählt, weil das Geld wird obviously nicht übertragen, aber alle Secrets schon, das hat man auch gesehen in dem Video. Aber wenn er meint, wenn man jetzt hier ein neues Spiel macht und einen neuen Charakter erstellt, dann bekommt man nicht alle Secrets. Und das stimmt, denn wenn man jetzt in den Schrank geht, dann hat man hier natürlich noch nichts. Also dieser Mythos ist confirmed. Nächster Mythos, wenn man mit dem UFO-Katapulte hochhebt, sinken die nur ganz langsam runter. Auch das sollte ja recht einfach zu testen sein, ich muss einfach nur das UFO kriegen. Und ich glaube, da hatte ich vor 2 Jahren oder so schon mal einen Short dazu hochgeladen, dass Katapulte ein bisschen weird sind. Auch wenn man einen, wir haben irgendwie geschafft, einen Katapult auf die Brücke zu tun, die sich da so hochfährt, ne? Und das ist dann einfach da stehen geblieben und nicht wirklich mit hoch und runter gefahren mit der Brücke. Vielleicht finde ich das Video, dann wird's verlinkt. Hallo? Irgendwie wollen die mich nicht reinlassen. Jetzt. Interessant. So, okay, und jetzt holen wir uns einen Katapult. Und ihr seht, es bleibt in der Luft schweben, da wo wir es loslassen quasi. Und es fällt nicht wirklich runter, es, wie gesagt, sinkt nur ganz langsam. Kann ich... Ha. Okay, wenn mein UFO drauf landet, dann fällt es allerdings doch ganz runter. Gut zu wissen.
wenn man bei der Wobbly Mall sich einen Einkaufswagen holt und dann zum Autospawner geht und den Einkaufswagen so hinstellt, dass wenn man den Hamsterball spawnt, der Einkaufswagen im Hamsterball ist, kann man mit dem Hamsterball unendlich oft springen. Ist zu OP und klappt meistens nicht auf Anhieb. Okay, das werden wir herausfinden. Ist okay, hier ist ein Einkaufswagen. Ich denke, der nächste Autospawner ist in die Richtung. Ja. Ich werde es mal erstmal ausprobieren, wo der Hamsterball spawnt, damit ich den Einkaufswagen richtig platzieren kann. Okay, er spawnt direkt hier. Also recht weit am Anfang. So vielleicht. Okay, nicht ganz. Okay, jetzt ist er zumindest ein bisschen im Hamsterball. Gut, aber versuchen wir es nochmal. Erstmal muss ich den Hamster... Ah doch, jetzt ist der Einkaufswagen da auch raus. Okay, ich weiß nicht, ich werde gleich nochmal ausprobieren, wie man normal mit dem Hamsterball springen kann. Ich würde es jetzt nicht als zu OP identifizieren. Naja, nicht wirklich. Und woher kommt die Bombe hier? Ach, die lagen da beim Katapult, oder? Ich krieg's halt nicht wirklich hin, dass der ganz im Ball spawnt, sondern halt nur so ein bisschen reinklippt. Okay, ich glaube, weiter drin spawnt er auch nicht. Weil der war schon ziemlich perfekt auf dem Spot eigentlich. Na, vielleicht kriegt ihr es ja besser hin. Wenn ihr das tut, schreibt es mir in die Kommentare. Aber diesmal würde ich sagen, der Mythos ist so halb confirmed. Fahrzeuge können in Icefishing nicht kaputt gehen. Damit sind diese Icefishing-Seen da oben bei den Bergen gemeint, glaube ich. Okay, und normalerweise, wenn man jetzt mit Fahrzeugen ins Wasser fährt, die spawnen die ja. Mal schauen, ob das hier auch so ist. Aber es sieht nicht danach aus. Also dieser Mythos ist confirmed. Fahrzeuge können in Icefishing nicht kaputt gehen. Und der letzte Mythos für heute. Wenn man mit dem Bounce Ball auf einen Wasserball springt, springt man höher. So was ähnliches hatten wir schon im anderen Mythen-Video. Dass der Bounce Ball halt auf so komplizierteren Oberflächen, sag ich mal, höher fliegt. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir zu einem Wasserball kommen. Die Wheelies. So, okay, hier ist ein Bouncy Ball. Und der ist wieder richtig rum. Ich weiß nicht, ob ich das seit dem letzten Update schon mal getestet habe. Aber er funktioniert wieder wie normal, ausnahmsweise. Okay, aber auf diesen Wasserball hier springt man nicht wirklich höher mit dem Bouncy Ball. Man könnte fast sagen, man springt weniger hoch. Falls natürlich die Wasserbomben vom Feuerwehrpanzer gemeint waren, auf denen springt man natürlich höher, weil... Ja, die explodieren ja und schleudern einen dann in die Höhe. Obwohl, gerade eben war schon ein ziemlich hoher Bounce. Also es kann schon sein, dass man hier auch ein bisschen höher springen kann. Wenn man ihn gut trifft, den Wasserball. So, dann würde ich sagen, war es aber auch schon wieder mit diesem Video. Wenn euch mein Content gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Joint auch gerne in meinem Discord, Link in der Beschreibung. Dann könnt ihr da auch eure Mythen reinschreiben, wenn ich sie in einem eventuellen nächsten Video testen werde. Bis dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal und tschüss.